Hallo, willkommen zum Vintage Amp YouTube-Kanal. Mein Name ist Tim Jäger und ich möchte euch heute zeigen, welche Möglichkeiten man hat, Effektgeräte am Vintage Amp anzuschließen und was man dabei beachten sollte. Zusätzlich möchte ich euch noch diese zwei Geräte hier vorstellen. Das eine ist der Vintage Amp Solo Switch und das andere ist der Fußschalter mit Loop-Funktion. Was man damit machen kann und wie die Geräte funktionieren, zeige ich euch im folgenden Video. Viel Spaß dabei! Als erstes möchte ich euch eine kurze technische Erklärung zum FX-Routing geben. Routing bedeutet eigentlich nichts anderes als die Anschlussmöglichkeiten der Effekte. Und zwar hier als erstes haben wir den parallelen Effektweg. Der wird über den Send und Return angeschlossen. Das funktioniert so. Hier ist die Vorstufe. Das Signal geht direkt zur Endstufe und dann gibt es die Möglichkeit, über den Send und Return ein Effektsignal hinzuzumischen bis maximal 50%. Das bedeutet, man kann also nicht 100% hinzumischen, hat den Vorteil, dass da keine Störgeräusche oder keine großen Störgeräusche entstehen können. Anschluss sieht dann so aus. Hier haben wir den Verstärker und als Anschlussmöglichkeit den Send geht man quasi raus mit einem Kabel vom Send in den Input des Effektgerätes, dort natürlich raus zum Output, über den Return zum Verstärker zurück. Und über den FX-Poti kann man den Mix regeln, also der ist hier an der Seite. Da kann ich einstellen, wie viel ich vom Effektsignal haben möchte. Also wie gesagt, bis maximal 50%. Als zweite Möglichkeit möchte ich euch den seriellen Effektweg vorstellen. Der funktioniert über den Insert. Das funktioniert folgendermaßen. Das Signal von der Vorstufe geht komplett durch den Effekt durch. Also man hat in dem Fall 100% Effektsignal, das direkt zur Endstufe zurückgeschickt wird. Sieht in der Praxis folgendermaßen aus. Ich habe hier meinen Verstärker, bei dem ich am Insert mit einem Stereokabel in die Buchse gehe, also das hier anschließe. Dann wäre es eine Möglichkeit, über ein Stereo-Y-Kabel, das auf zwei Mono-Klinkenkabel geht, das Ganze anzuschließen. Und zwar habe ich dann einen Klinkenstecker für den Send, der geht in den Input des Effektes und zum Output schließe ich das andere Kabel, was übrig ist natürlich, den Return an. Der geht direkt über mein Insert-Kabel zurück. Vorteil an dem Ganzen ist, dass man nur ein Kabel braucht. Als nächstes möchte ich euch noch ein paar Regeln für das Routing, also für das Anschließen der Effekte am Vintage Amp mitgeben. Hier am Beispiel über den Send Return, was man dann beachten sollte, also welche Reihenfolge man ein bisschen beachten sollte. Als erstes kommt natürlich die Gitarre und vor den Amp, also vor den Input, gehören Effekte wie Wah-Wah, Distortion, EQ. Die haben nichts im Insert oder im Send-Return-Effektweg verloren. Hier beim Send-Return sollte man folgende Reihenfolge beachten. Als erstes in der Reihe die Modulationseffekte wie Chorus, Flanger und so weiter. Dann kommt der Reverb und als letztes sollte man das Delay anschließen. Das geht hier in dem Fall wieder zurück über den Return. Und ich habe noch die Möglichkeit, mit dem FX-Poti den Mix zu regeln. Allerdings nur bis 50%. Dann noch ein paar Regeln für das Routing beim Insert. Die sind eigentlich vom Prinzip her gleich. Auch wieder vor den Input des Verstärkers Wah-Wah Distortion EQ schalten. Und im Insert eigentlich genau das gleiche, das auch beachten hier, allerdings über das Stereo-Y-Kabel zum Beispiel anschließen. Am Send hier als nächstes oder wieder als erstes in der Kette die Modulationseffekte, Chorus, Delay, Flanger, Phaser, was es alles so gibt. Dann den Reverb und als letztes das Delay und wieder zurück über den Return im Insert-Kabel Signal zurückschicken. Hier hat man 100% vom Effektsignal. Das kann natürlich zum Nachteil führen, je mehr man so kleine Kisten anschließt, hier verschiedene Drähte von verschiedenen Herstellern,
desto größer könnten natürlich auch die Nebengeräusche werden, also die Störgeräusche wie Rauschen oder je nachdem. Da auch unbedingt auf die Kabelverbindung achten. Nur hochwertige Kabel benutzen, keine 1-Euro-Patch-Kabel, sondern wirklich auf gute Stecker und gute Kabel achten. Hier möchte ich euch kurz mal zeigen, wie man ein Effektgerät am Send und Return anschließt. Und zwar hier müsst ihr mit einem Klinken-Monokabel zum Send-Ausgang rausgehen, in den Input vom Effekt zum Output wieder raus mit einem Kabel und zurück zum Return. Das Ganze kann natürlich vorne über den FX-Regler geregelt werden in der Stärke. Es geht aber allerdings nur bis 50%. So, ich möchte euch natürlich auch kurz mal den Insert zeigen. Und zwar habe ich hier ein Stereo-Y-Kabel angeschlossen. Das sieht so aus. Die Stereo-Klinke geht hier rein in den Insert, teilt sich dann auf zwei Mono-Klinken-Kabel. Ein Kabel ist für den Send, also für den Input am Effektgerät, und das andere ist für den Return, für den Output am Effektgerät. Man kann hier die Stärke oder den Sound nur am Effektgerät regeln. Das heißt, das komplette Signal von der Vorstufe geht durch den Effekt zur Endstufe zurück. Als nächstes möchte ich euch mal den Loop-Fußschalter vorstellen. Und zwar, das ist dieses Teil hier, dieses graue Kästchen. Wie der Name schon sagt, Fußschalter, habe ich die Möglichkeit, ganz normal mein Gain 1 und Gain 2 zu schalten. Das kann der normale Fußschalter auch. Aber was dieses Ding noch kann, und zwar habe ich die Möglichkeit, ein Effektgerät einzuschleifen oder mehrere, je nachdem, wie ich das möchte. Und das kann ich mit diesem Fußschalter realisieren. Und zwar hat er folgende Verbindungen hier. Natürlich den Foot-Switch-Anschluss für den Amp. Hier habe ich den Eingang, also Input-Gitarre, da gehe ich mit meiner Gitarre rein. Hier ist der Ausgang zum Amp. Die zwei muss ich verkabeln und dann kann ich hier über den Send und Return ein Effektgerät einschleifen. Hier habe ich den Send, habt ihr ja schon gesehen, das geht hier, das rote Kabel geht in den Input und das blaue geht in den Output. Jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich das hier schon mal vorwähle, also anschalte, mir auszusuchen, wann ich das Effektgerät im Signal haben möchte. Das kann ich hier über den Schalter regeln. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mein Gain. Wenn ich das anschalte, kommt der Effekt dazu. Das zeige ich euch nachher in einem kurzen Soundbeispiel. Für Gain 2 gilt es natürlich auch. Da ist der Effekt noch drin. Wenn ich das wieder ausschalte, ist der Effekt weg. Ich kann es aber genau andersrum auch machen. Und zwar muss ich dann hier umschalten auf den Clean Loop. Das heißt, wenn er auf Clean gestellt ist, habe ich den Effekt. Und natürlich kann ich ihn hier auch wieder ausschalten. Wenn mir der Effektweg oder dieser Send Return nicht gefällt, habe ich noch eine andere Möglichkeit. Kann ich zum Beispiel vor diesem Input hier mein Effektgerät schalten. Das heißt, ich gehe erst in den Effekt, dann wieder raus und hier rein. Das heißt, da habe ich dann immer den Effekt im Signal. Da muss ich allerdings den Send und Return mit einem Kabel überbrücken, sonst funktioniert es nicht.
So, als nächstes möchte ich euch den Solo-Switch zeigen. Hier habe ich mal die einfachste Anschlussmöglichkeit gewählt zuerst. Es kommt dann später noch mehr. Und zwar muss ich hier ein Netzteil anschließen. Das ist ganz wichtig. Das kann von 9 bis 12 Volt gehen. Das ist völlig egal. Also das braucht Strom, das Teil. Und dann bin ich hier zum Input reingegangen mit meiner Gitarre und zum Output wieder raus. Dann habe ich die Möglichkeit, mit diesem Regler hier meine Rhythmuslautstärke zu wählen. Also ich mache quasi leiser, um dann hier wieder die volle Lautstärke zu bekommen, also meine Solo-Lautstärke dazu zu schalten. Damit kann ich dann Gas geben. Dieses Teil eignet sich natürlich auch für andere Verstärker. Also wer einen alten einkanaligen Röhrenamp oder sowas hat, kann damit seine Solo-Lautstärke einstellen. Als nächstes möchte ich euch noch eine weitere Anschlussmöglichkeit vom Solo Switch zeigen. Und zwar, wie ihr das seht, habe ich das hier schon ein bisschen anders da verkabelt. Ich bin hier vom Insert meines Verstärkers, bin ich mit einem Stereo-Klinkenkabel hier rein in den Fußschalter. Das bedeutet also, dass jetzt mein Solo Switch im Insert vom Verstärker ist. Funktioniert dann noch genauso. Also ich kann hier meine Rhythmuslautstärke einstellen und hier meine Solo-Lautstärke dazustellen. Was jetzt noch dazu kommt, ich kann hier beim Send und Return ein Effektgerät einschleifen. Da habe ich noch die Möglichkeit, hier das an- und auszuschalten über den Send und Return. Wie das funktioniert, wisst ihr ja schon. So, die letzte Möglichkeit ist natürlich folgende, die beiden Geräte zu kombinieren. Wie ihr schon wisst, das Ganze hier ist ein Fußschalter, den kann ich ganz normal betätigen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, mit meiner Gitarre reinzugehen und rauszugehen und den Loop-Effekt zu nutzen. Und hier beim Solo-Switch kann ich natürlich die Lautstärke von dem Solo-Schalter nutzen. In meinem Fall bin ich in den Insert rein und habe hier noch die Möglichkeit, Effekte anzuschließen. Also wie ihr seht, es gibt jede Menge Möglichkeiten. Probiert's aus, am besten auch im Live-Betrieb oder im Proberaum. Einfach mal testen, was für euch am besten funktioniert. Ich kann immer nur für mich sprechen. Für mich ist das eine gute Lösung, aber das kann natürlich bei jedem anders sein. Also das kommt auch darauf an, was für Effekte ihr nutzt, welche Musik ihr spielt, je nachdem. Also wie gesagt, einfach ausprobieren. Ihr werdet sicher eine Lösung finden. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich konnte euch einigermaßen verständlich erklären, wie das anschließende Effektgeräte funktioniert. Ihr könnt den Vintage Amp Solo Switch und den Fußschalter mit Loop natürlich online bestellen. Besucht uns einfach unter www.pcl-vintageamp.de. Dort findet ihr auch weitere Infos zu unseren Produkten. Wir freuen uns natürlich über ein Like und einen Kommentar zu unserem Video. Solltet ihr noch keine Abonnenten unseres Kanals sein, könnt ihr es gerne nachholen. Einfach oben in der Ecke draufklicken, so verpasst ihr keine Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.